Und herzlich willkommen zu einer Folge Sims 4 bei der Familie Pozzino mit unserem Timo, der die Hauptrolle hier spielt. Ja? So, was macht er jetzt? Er ist ein braves Kind, hilft zu Hause. So, okay, was ist hier mit seinem Kunstwerk? Ist es fertig? Inventar platzieren, aufräumen. Platzier ist ein Inventar. Spaßlevel ist auch relativ hoch. Seine Mutter braucht noch ein bisschen Sport. Na komm, hier, ein bisschen Schwierigkeiten. Wurf ausprobieren und werfen. Werfen, frei bewegen, Wurf. Aus der Nähe, 2 Punkte, Triple-Wurf. Was ist da los? Oh, warte. Entsorgen. Unser Spielraum. Ja, machen wir das mal. Gucken, was da passiert. So was auch. Kommt diese verwesende Pflanze dahin? Komisch. Und weg damit. Alles klar. Gut. Mal schauen, was sieht. Achso, Hausaufgaben. Hausaufgaben alle fertig. So, was haben wir da noch? Da noch ein paar. Musik dazu erklären. Hey, mit einem falschen Knopf. Ich immer mit diesem falschen Knopf. Ach, du machst das jetzt einfach spontan seine Hausaufgaben. Okay. Ist das nicht krank? Wo ist er denn? Da. Hausaufgaben fertig, so. Geh wieder raus. Macht weiter? Nee. Nein, du sollst hier ein bisschen hier. Also Spielträumen hier. Das ist mir kurz oder was? Das ist mir kurz tatsächlich. Ja, gut. Konzert geben, Lied spielen, üben. So. Okay. So, ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich vorwiegend 15 Minuten Folgen mache. Und immer wieder kommt eine längere vor, weil ich ein bisschen die Zeit verpasse. Weil ich kürze meine Folgen nicht. Ich nehme sie auf, wie sie sind, und dann beende ich das halt. Und dann. Ja, nehme ich dann die nächste Folge auf. Das halt, ja. Das kann eben passieren, dass sie halt länger als 15 Minuten sind, aber das möchte ich jetzt nicht mehr so oft machen. Das ist ein Vorteil, dass ich einfach noch mehr Folgen machen kann, und ich plane ja. Und habe vor, 2 Folgen pro Woche online zu stellen. Wenn vielleicht nicht alles nur Sims-Folgen sein, wird auch zwischendurch Minecraft sein. Wie es in der letzten Woche war. Aber diese Folge sieht jetzt wahrscheinlich schon ein paar Monate weg. So, oh, kann das sein. Was haben wir da? Tanzen. Wieso tanzen? Ich kenne den Tanzbefehl. Weil sie tanzen, hast du dafür, dass sie angesteckt? Ausschalten. So, genug getanzt. Kann nicht angehen. Ach, wir haben Samstag ein Wochenende, haben wir. Okay, dann können wir wirklich bis an den Anschlag quälen. Oh, ich muss auf Toilette. Ja, ich geh auf Toilette. So, essen muss auch noch. Ne? Nochmal. Warte, schnelle Mahlzeit essen. Jupp. Joghurt. Erstmal Joghurt, das hilft. Achso, er wollte was anderes essen. Oh, Entschuldigung. Er hätte es auch essen können, natürlich. Nein. Nein, Quatsch. Ja, dann liegt es weg wieder. Nicht, dass es kaputt geht. So. Schwupp. Erstmal schnell. Hängt er in der Feedback-Schleife fest. Ja, das Essen dauert ja auch mehrere Tage. So. Was ist da los? Aufräumen. Und das erste Einhorn lesen. Und Buch lesen, hast du ja auch noch nicht gemacht, ne? Kannst du auch mal machen. Schleunigen wir. Das ist das Buch. Hopp, da rennt er weg mit dem Buch. Hm. So, ist fertig gelesen? Ne, noch nicht fertig gelesen. Ja, muss gleich schlafen.
Ja. Kann sie dich ins Bett bringen? Ach, sie macht die Toilette sauber. Lass sie mal sauber machen. Ich schlafe hier, genau. Ah, ja. Ach, du wolltest ein Nickerchen machen? Tatsächlich, mach ein Nickerchen. Mach nicht der Kleine. Wenn es halt die Moment stört, dann schläft er einfach so. Verschlagen Sie mal. Das ist leider noch nicht fett. Soll ich da dort hingehen? Wir fahren schon vorbei, ne? Schade. Hat sie noch geschlafen? Ha! Oh, jetzt geht er schlafen, okay. Lassen wir ihn auch. Ja, ruhig weiter. Also, ich muss mal telefonieren. Haben wir nichts mehr zu tun. Das Soziale hängt ziemlich weit runter, ne? Hm. So, wenn du da so schön schläfst, öffnen. Portion nehmen. So. Aufgeschreckt, du wirst. Nicht so nervös. Das Radio ist kaputt. Ach je. Da kann sich die Mutter drum kümmern. Reparieren. Ich sag, müssen sparen. So, wir haben hier eine Veranstaltung irgendwo gehabt. Ist sie noch da? Kann man nicht mehr hinreisen, okay. Zeit Samstag, 17 Uhr bis 1 Uhr. Wir haben schon Sonntag. Schade, schade. Können wir die Liste auch mal aufräumen hier? Die Liste aufräumen, ja. Serviert? Er ist. Okay. So. Schon fertig? Okay, dann aufräumen. Achso, hier liegt auch noch was rum, was da passiert. Metallplatz hier weglegen, so. Und dann hier nochmal weiter üben, damit wir das noch voll kriegen. Auf geht's, hopp. Achso, du schnell da müssen. Ja, da haben wir fast geschafft, und daher ziehen wir das noch durch. Okay. Gut. Verwenden. So, dann muss man auf Toilette, ne? Und dann brauchst du mal eine schöne Dusche. Was haben wir denn da? In der Badewanne spielen. Ne? Mal was Lustiges. Okay. Warten wir, bis er reingesprungen ist, weil der oh, das ist noch mehr kaputt. Die Mutter kommt hier nicht. Ersetzen, reparieren. Nichts ersetzen. So. Ist eine Dusche? Nein, noch nicht. Können wir duschen? Können wir duschen? So. Hopp. Oh, nicht erschrecken. So. Und später. Kann ich eigentlich, verbessern? Schaubad nehmen? Nachdenken? Duschen? Nein. Ich kann da nichts machen. Irgendwie Rückenschrauben oder sowas gibt's nicht. Unwohl, warum? Müll? Ist der Müll stinkig hier oder so? Müll leeren. Na, machen wir es so. Ende. Nein, ist nicht dein Ernst hier. Weg. Wegwerfen, so. Einsam. Bei sozialen Niedriger, ja. Hm? Da müssen wir was tun gegen. Ich meine, die sind hier schon zu zweit, ne? Aber. So. Aktion. Rennst ihn mir weg. Du Venus. Freundlich. Liebe Follower, komm. Hey, komm jetzt hier. Machen wir Zeit. Pflegemutterzeit so. Freundlich. Die Geschichte erzählen. Müssen wir hier sein Sozial.
Level mal wieder hochbringen. Gemeinsame Fotos machen. Freundlich. Unser Kennenlernen noch. Kann auch nicht schaden. Freundlich. So. Ich bin wieder ein Freund. Geheimnis ausplaudern? Ja, warum hier? Und hier hört sie auf. Wir sind gerade mittendrin. Ich kann doch jetzt das hinsetzen und den Computer denken. Ja, was haben wir hier noch? Bitten. So, freundlich. Mehr Auswahl, was haben wir denn noch? Tag, schön, natürlich. Mhm. Freundlich. Mehr Auswahl haben wir denn noch? Was heißt das? Mit bestem Freund auf Lebenszeit shakern. Hä? So. Was war der? Wo ist er? Wo ist er jetzt wieder hin? Warte. Jetzt sind wir irgendwie da beide fest. Ah. Okay. Das hat nicht so geklappt. Lied spielen. Mal gucken, wie das hier schon klingt. Orientalisch. Wie hängt er da fest? Lied des Berges. Okay. Dann darfst du. Ach, sie ist jetzt arbeiten. Alles klar, dann sind wir erstmal da. Wir haben noch 5 Minuten zusammen. Ungefähr. Ich versuche mal einen guten Abschluss zu finden. Bettzeit oder sowas. Das passt mal ganz gut. Na, richtig schön ist es noch nicht. Melancholisch, ne? Irgendwie schon. Ja, hab schon alles mehr. Na los, warum nicht? Vielleicht ein lustiges Spiel. Traditionelles Country Rock. Wie geht das Rock für? Auf und ab. Was hat er vorgehabt gerade? Ne? Baden oder so muss er nicht. Toilette auch nicht. Oh, schlechter Rat. Oh nein, Sandra hat gerade Besuch von einem ehemaligen Fan bekommen, der behauptet, die Befolgung des Ratschlages von Sandra hätte ihm nichts gebracht. Jetzt soll Sandra bezahlen. Sie kann entweder versuchen, geduldig mit dem Mann zu reden oder einfach den Sicherheitsdienst rufen und ihn rauswerfen lassen. Geduldig mit ihnen reden, natürlich. Hat nicht geklappt, das Reden. Schade. Okay. Oh ja. Was? Elfenbein. Was ist das? Elfenbeinkitzeln. Elfenbeinkitzeln. Was ist das? Das ist ein anderes Wort für Pianospiel. Okay. Okay.
Okay. Guck, was hier draußen mal so los ist. Mal schauen. Hier mit dem Mädchen. Ja, so läuft die weg. Scooper Jump. Guma. Wedaba. Nusch. So, schaut er weg. Was ist mit der jungen Dame? Bleibt sie? Wo bleibt sie? Ah, da ist er. Aha. Stu. Zwa. Ha. Bokane Jump. Scharnuf. Wedaba. Naya Buna Nusch. Freundlich. Ein paar nicht kennenlernen. Wir schon früh üben, ne? Mit Frauen zu sprechen. Gleich sind wir von Klavier. Du machst Klavier. Aha. Bimbi. Aha. Wiesa. Benu. Gafa. Tenoba. Kipuna. Skunal Absip. Nelfig. Du magst das nicht so gern. Das klingt nicht so. Geister davon. Freundlich. Auf Wiedersehen. Was haut sie ab? Okay. Geht sie. Ja, okay, dann wäre ja auch so der Punkt für uns, Schluss zu machen, glaube ich. Was er noch machen kann, ist Reden üben. Selbst motivierend können wir machen und dann Reden üben. So, wir steigen wieder mal. Na, verbessern wir mal seine Kommunikation, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das machen wir noch voll und dann irgendwie kein richtiger Punkt, wo man Schluss machen kann eigentlich. So, bin drin, mag ich das nicht machen. Karma 3, wunderbar. Kann ich hier noch machen, zeichnen, sitzen. Kommt da jemand zu Besuch? Ach ja. Ich war lange nicht mehr da. Freundlich. Lalala. Kann ich dich begrüßen erstmal? Okay. Bring das mal ab hier. Nö, warum so gehen? Freundlich. So. Später sind wir noch nicht, ne? Mehr Auswahl, was haben wir denn noch? Ja, unglaubliche Geschichten erzählen. Ja, genau, unglaubliche Geschichten erzählen, das ist toll. Na, wir haben ein Foto mal, war nicht? Jumba! Zarps? Weeba? Nee, ist auch nicht so gelungen. Kuni! Oh, wei ja! Aha! So, besser. So, mal ein paar Fotos sammeln, ne? Ja? Weißt du, was man hier braucht? Mal ein paar Thumbnails oder so. So, Rest nehmen. Sehen. Okay. Ja, dann lassen wir das mal aufessen. Und dann müssen wir auch schon zum Schluss kommen. Aber wir haben ja so einiges geschafft. Ein Soziallevel haben wir zumindest in einen guten Bereich gebracht. Genau. So. Freundlich. Mehr Auswahl, was haben wir denn noch? Buchrechnen reden. Weiß ich nicht. Streng vertrauliche Geheimnisse. Nein, auch nicht. Tipps bitten, umarmen. Klavier begeistert, genau. So. So. Okay.
schon satt, brauchst nicht weiter essen. Sondern ist auch noch zu Hause, okay. Sieht auch noch nicht viel Geld nach Hause. Das liegt aber auch daran, weil wir uns nicht um sie kümmern. Lass mal verkaufen. Also reich wird diese Familie nie werden. Entschuldigung, ich sollte zum Schluss kommen. Und Timo sollte das auch. Seine Mutter ist da. Die Mutter, die kann ihn ja ins Bett bringen. Wo ist sie denn jetzt hin? Hö? Sie hat Geld nach Hause gebracht, da muss sie doch irgendwo sein. Hatte ich hier vor der Tür. Oh, Spielchen wegwerfen. Und dann hier freundlich, liebevoll umarmen. Und dann freundlich bitten, ins Bett gebracht zu werden. Oh, wir haben die Zähne noch nicht geputzt. Lassen wir weg. Huch, was macht der jetzt? Müll er machen, Mann. Vielleicht ist er Bengel. Traumkind, ja. Zu perfekt. Und rein damit in die Tonne. So. Hogar Una? Hey, hey. Okay, das Umarm hat er weggelassen. Weil er noch umarmt, liebevoll, aber es hat nicht geklappt. Na gut, sie muss auf Toilette. Oje. Aber schafft sie wohl noch, ihn ins Bett zu bringen, ja? Mona! Ja. Sehr gute Nacht, kleiner. Da spielt er Musik. Da spielt er ein Schlaflied. Wunderbar. Träume von Gespenstern? Ja gut, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Was Musik ist das? Blues oder ist das Jazz? Ich glaube Blues, ne? Na egal. Ihr könnt es in den Kommentaren schreiben, wir erzählen, was für eine Musik das ist. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis zur nächsten Folge. Euer Jockel. Ciao.